konnte mich überall in jedem Fachgebiet konnte ich mich bewegen. Ich war ja auch mal Arzt. Und da konnte ich über alles mitreden. Und ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Medizin. Aber ich habe mal ein medizinisches Buch gelesen, ein medizinisches Fachbuch. Und da standen Fachtermina drin und Fachbegriffe und alles Mögliche. Und das konnte ich, wie gesagt, in so einem Zustand abrufen. Und da bin ich auch als Arzt durchgegangen. Ich hatte nie ein Produkt. Ich habe nur Luft verkauft, wie ein Traum. Einige Leute sagen, ich habe Träume verkauft. Meine Kunden waren zu 99% alles Multimillionäre. Söhne, Anwälte, Wirtschaftsprüfer, Vermögensberater, Zahnärzte. Es hat mich erstaunt, warum diese Menschen, die ja eigentlich schon viel haben, noch mehr wollten. Und es hat mich beeindruckt, dieses Glänzen, diesen Glanz in deren Augen zu sehen, wenn es darum geht, dann könnte ich mir ja doch die erste Klasse nach Sardinien leisten, obwohl er sich es jetzt schon leisten konnte, weil das Geld, was er mir gegeben hatte, hätte ihn ein Lebensticket bedeuten können nach Sardinien. Nur das hätte er dafür nicht ausgegeben. Das ist ja kein Problem. Das kriegen wir doch irgendwie hin. Dann gehen wir mal zu der Bank, das machen wir doch. Ziehen wir uns eine besondere Krawatte an, nehmen wir ein anderes Auto oder irgendwas und dann ist gut. Teilweise habe ich mir extra ein dickes Auto geliehen, um damit zur Bank vorzufahren, um sie dann zu betrügen. Es gibt kein gutes Opfer, es gibt kein schlechtes Opfer, es gibt nur Opfer. Wie war ich denn? Ich war gut. Solche Situationen, dass man in andere Rollen schlüpft, die kommen spontan aus dem Nichts. Von einer Sekunde auf die andere sind die da, durch äußere Anlässe ausgelöst. Oder durch andere subjektive oder objektive Wahrnehmungen, die man macht, sei es Lesen, Fernsehen schauen oder Unterhaltung oder wie auch immer. Auf keinen Fall gibt es Vorbereitung. Im Auto kann zum Beispiel die Identität schon wieder völlig umschlagen. Das reicht eine Werbeaufschrift auf dem LKW, die einem gefällt. Mit einem Namen dran oder eine Firmenbezeichnung und dann ist man auf einmal Geschäftsführer der Firma oder wie auch immer. Das blendet sich sofort um, also das schlägt sofort um. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll oder was überhaupt der Anfang war. Also irgendwann war ich dann Dr. Becker. Dr. Becker brauchte natürlich auch einen anständigen Ausweis, einen anständigen Diplomatenpass, weil Diplomaten brauchen sowas einfach. Und da fiel mir ein, dass Herr Joschka Fischer mein Freund ist. Ich kannte diesen Mann eigentlich gar nicht, nur aus dem Fernsehen. Aber in dieser Situation war er halt mein Freund. Also wir kannten uns persönlich. Und da ich, wie gesagt, der Größte war, der sowieso alles kann und macht und darf, habe ich mir natürlich freizügig einen Diplomatenpass hergestellt. Am Computer. Dann war ich halt Manfred Becker. Und da gab es gar nichts rum zu diskutieren. Ich war der. Und der Thorsten Schmidt ist just in diesem Augenblick, wo das Gehirn gesagt hat, ich bin jetzt Herr Dr. Manfred Becker, dann war Thorsten Schmidt tot. Eine Wohnung mieten. Es war eine Luxuswohnung, also eine zweietagige Luxuswohnung im großen Einkaufszentrum in Halle. Jetzt musste die Wohnung auch eingerichtet werden. Das habe ich innerhalb von Stunden geschafft, dass die Wohnung eingerichtet wird. Also ich habe das noch so in Erinnerung. Ich hatte dann mehrere Möbelhäuser zu mir nach Hause zitiert und habe die praktisch beauftragt und Order gegeben, das Ding vollzustellen. Die haben mir dann auch Vorschläge gemacht, die haben gemerkt, also da ist Substanz dahinter, also es ist ein Diplomat und da können wir richtig zuschlagen. Und dann haben die mir natürlich auch die teuersten Möbelprogramme verkauft, die sie dort hatten. Die mussten halt eingerichtet werden, das war wieder ein Kauf, also man hat wieder einen Kauf abgeschlossen, einen Vertrag abgeschlossen, das war wichtig. Dass man die Emotionen, die man momentan hat, dass man die auch voll auslebt. Wenn dann alles drin steht, also wenn dann alles eingerichtet ist, dann interessiert einen das gar nicht. Ich habe zum Beispiel verschiedene Computer gekauft, mehrere Computer, meistens Laptops. Und die Laptops, so wie ich sie hatte, sind sie meistens gleich weggegangen. Ein Student, der einen Laptop brauchte, ein kleines Kind, der auf dem Markt zu seiner Mutter gesagt hat, dass er den Laptop-Karton gesehen hat oder den Notebook-Karton gesehen hat, Mama, so eins möchte ich auch haben, hat es von mir gleich gekriegt, sofort auf dem Markt.
Weil das ist für mich dann irgendwie so, man kann geben, aber man merkt gar nicht, dass es gar nicht, also dass es einem gar nicht gehört. Man gibt es einfach. Und also man bewegt sich nicht nur frei und ungezwungen, man fühlt sich auch frei und ungezwungen und so lebt man dann auch. Beim Audi-Autohaus habe ich mir einen wahnsinnig teuren Audi bestellt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß oder was das für einer war. Auf jeden Fall hat der auch über 100.000 D-Mark damals gekostet. Die haben Rücksprache gehalten mit dem Auswärtigen Amt, ob es den Diplomaten Manfred Becker wirklich gibt. Den gab es natürlich nicht. Daraufhin rief mich das Auswärtige Amt zu Hause an, in der Wohnung des Dr. Becker, und fragte mich, ob ich Dr. Becker bin. Und das habe ich bestätigt. Und dann hat mir die nette Dame gesagt, hier arbeitet kein Dr. Manfred Becker im Auswärtigen Amt. Wer sind Sie und was spielen Sie da für Spiele in Halle? Also so auf dieser Basis lief das Telefonat. Und ich habe die dann total unbesorgt und unbekümmert, habe ich die am Telefon runtergeputzt, was die sich überhaupt einbildet, wie sie mit mir redet. Und sie möchte sich doch mit meinem Freund in Verbindung setzen, mit Joschka Fischer, und er wird ihr dann schon ein paar Takte erzählen. Damit war das für mich erledigt. Ich habe dann einfach aufgelegt und die Dame war für mich tabu. Es wagte sich überhaupt, mich so anzumachen. Also auf der Basis muss man das verstehen. Eigentlich war Manfred Becker total lustig. Einer, mit dem man Pferde klauen konnte. Also so habe ich Manfred Becker in Erinnerung. Ganz einfacher Satz, funktioniert aber immer, ist so, sage ich jetzt mal, das Lehrmittel Nummer 1. Ja. Sagen Sie nicht zu einem Mann oder zu einer Frau, dass er gut aussieht, ja, sondern sagen Sie mal, Mensch, was ist los? Entschuldigung, dass ich Sie anspreche, aber Ihnen geht schlecht, Sie sehen richtig schlecht aus. Kann ich Ihnen helfen? Und da sagt keiner, nee, mir geht's richtig super gut. Die sagen alle, ja klar, mir geht's gerade scheiße, weil, und dann fangen die das Erzählen an. Und dadurch, dass sie erzählen, denken die gar nicht darüber nach, dass sie ihnen schon gerade vertrauen. Und sie müssen nur zuhören. Und während des Zuhörens merken sie sich 2, 3 Punkte. Ja, ob die jetzt interessant waren oder weniger interessant waren, sehen sie in den Augen. Ja, ob sie flinkern oder am Kehlkopf, ob sie schlucken. Und genau das merken sie sich. Ja, und dann fragen sie genau diese Punkte nochmal nach. Und dann sagt André, der interessiert mich, der versteht mich. Und dann haben sie automatisch ein Vertrauensverhältnis, automatisch. Und dann ist auch recht einfach, dass sie mit denen über Geld reden können. Man kam mit Leuten sehr gut ins Gespräch, war unterhaltsam, konnte Witze machen, war richtig lustig. Und dann, was hast du für Sorgen? Was drückt dich? Also, mich mal gefragt, vielleicht habe ich da gerade mal in die Gegend geguckt. Da habe ich ihm gesagt, dass ich eine Immobilie hätte und ich müsste die abbezahlen. Und wenn ich so lange krank wäre, schon lange krank bin, hätte ich Angst, dass ich arbeitslos würde. Und dann meint er, ich helfe dir, ich verkaufe dir die Immobilie. Jetzt kam ich und habe zugehört und habe ihm Beachtung geschenkt. Ich habe einfach bei ihm mal, wo wir dann nach dem Krankenhaus draußen waren, habe ich halt einfach bei ihm angerufen, habe gesagt, Samstagvormittag, 11 Uhr, habe gesagt, du, wie sieht's aus? Wir haben uns geduzt. Wie sieht's aus? Was machst du gerade? Ja, ich mache im Keller, sage ich dazu. Zieh dir eine Jeanshose an, ja, Pulli an, pack deinen Sohn zusammen. Ja. Ich bin in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde bin ich bei euch. Wir fahren nach Stuttgart und gucken Fußball an. Und das kannte sein Sohn nicht, dass der Vater auf einmal gesagt hat zu ihm, komm, wir gehen zum Fußball gucken. Und er überhaupt auch nicht. Ja, dass überhaupt mal einer sich Zeit genommen hat und gesagt hat, komm, wir machen was. Sie müssen sich vorstellen, die hatten schon finanziell ein bisschen was auf der Seite. Ja. Aber die zählten halt auch zu der Spezie, wo jeder Gastronom pleite wird. Die konnten eine Stunde an einer Cola sitzen, 0,2. Ja, also die haben dann daraus nicht getrunken, das war
zerrte das Glas. Was haben Sie daraus geschlossen? Dass da was zu holen ist und dass ich es mir hole. Dass ich ihm ein Leben zeige, aber dass er für das Leben, was ich ihm zeige, dass er dafür zahlen werden muss. Ach, das ist kein Problem, das regle ich alles für dich. Da ist keinerlei Schwierigkeiten damit. Ich bin Spezialist in dem Fach. Ich bin Immobilienmakler, ich habe eine Wirtschaftskanzlei und ich habe die Betriebswirtschaft studiert. Dann hat er mir eine Karte überreicht, Mark Z. Wirtschaftskanzlei. Und habe ich geglaubt, dass er es hat. Er hatte eine 2,5-Zimmer-Wohnung. Ja, auf Kapitalanlagebasis. Aber damit hatte ich überhaupt nichts zu tun. Die hat er schon vor mir gekauft gehabt. Und die wollte er wieder verkaufen. Aber das Ding war so scheiße, dass das konnten sie nicht verkaufen. Dann hat er mir ein Alternativobjekt vorgestellt, ein Reihenhaus in der Nähe. Es hat nicht schlecht ausgesehen. Dann sagt er, er verkauft mir die Wohnung und dann soll ich für die Wohnung dieses Reihenhaus nehmen. Gut, so. Das habe ich dann gemacht. Ich habe in der Hoffnung, dass er die Wohnung verkauft, habe ich das Reihenhaus gekauft. Statt eine Immobilie loszuwerden, hatte er nachher drei mit den entsprechenden Schuldenbergen. Aus diesen jeweiligen Verträgen gab es Provisionen für den Mandanten, bis hierher ja noch legitim. Die weiteren Folgen dann aber, dass man dann diese Immobilien weiter hätte verkaufen sollen oder irgendeinen Nutzen daraus ziehen, damit sich dann Gewinn ergibt für diesen Kunden, die sind dann nicht erfüllt. Und so gab es eins das eine das andere. Aus diesen dann erwachsenen Schuldenbergen versuchte dieses Opfer natürlich rauszukommen. Und hier bot sich der Mandant wieder an und hat weitere Geschäfte versucht zu vermitteln. Ich habe ihm gesagt, wenn er mir eine gewisse Summe gibt, kann ich ihm 10% Rendite pro Monat garantieren, weil ein Kunde von mir schnell Geld braucht, Bargeld braucht und ich ihm in ein Schweizer Depot den Code, den Zugang verschaffen kann. Und das hat er gemacht. Er hat mir das Geld gegeben. Aber er hat keine Depotauszüge von mir bekommen. Ich habe auch nichts gefälscht. Er hat diese Depotauszüge nicht bekommen. Er war nie ein einziges Mal bei der Bank. Es gab keine Telefonate zu der Bank in seinem Beisein oder in meinem Beisein. Er hatte gar nichts. Er hat nur diesen Wort von mir bekommen, nur diese Geschichte, diese 3-4 Sätze. Und das ist wichtig, wenn Sie betrügen wollen. Sie müssen die Geschichten einfach erzählen, nicht verkomplizieren. Die Geschichte muss einfach und logisch sein oder extrem unlogisch. Nachdem er das Depot mir übergeben hat, hat er das benutzt, um mir ständig Bargeld abzuknöpfen. Er kam, hat angerufen, zum Teil während dem Geschäft, während ich im Büro gearbeitet habe. Ich musste eine Unterbrechung stempeln. Dann fuhr er mit zur Bank und ich sollte ihm nun Geld aus dem Automat rauslassen. Das kam öfters vor. Er war so dreist und frech, kam zu mir in die Büro, da musste mich dringend sprechen. Aber nur mit dem Vorwand, für mir Geld abzuknöpfen. Ich habe gedacht, es ist der Wahnsinn. Irgendwann muss der Keller ja mal aufwachen. Dann wollte er mal mit mir zur Bank hingehen. Ja, dann habe ich zu ihm gesagt, und das ist wirklich wortwörtlich wahr. Ja, habe gesagt, du, die Bank möchte dich nicht sehen, weil das soll ein diskretes Geschäft bleiben. Ja. Und er hat gesagt, ja, das kann er verstehen. Ja, und dann habe ich auch so Sachen gemacht, dass ich ihm einen halben Tag vorher abgesagt habe. Ich habe gesagt, du, ich komme heute Nachmittag nicht dich abholen, ich fahre alleine hin. Ja. Ich habe natürlich von meiner Seite auch versucht, mit ihm in Kontakt zu bleiben. Ich wollte ja schließlich mein Geld nicht verlieren, wenn er abgehauen wäre. Das ist vielleicht problematischer gewesen, an mein Geld zu kommen, was er hatte. Und die Bank hat im Vertrauen, dass das Depot existiert, mir ständig Geld gegeben, sodass ich dann letztlich insgesamt mit der Bank einen Schuldenstand hatte von 230.000 Mark und bei einer Bausparkasse nochmal 50.000 Mark.
Ich habe ihm nur 4-mal was versprochen. Und 20-mal, über 20-mal habe ich ihm nichts versprochen. Er hat mir jedes Mal Geld gegeben. Und daran sehen Sie, wie gierig dieser Mensch war. Er hat seine Frau angelogen, er hat seine Kinder angelogen, er hat seinen Vater angelogen. Er hat alle Leute angelogen, nur um Rendite zu kriegen, um Geld zu kriegen. Wenn Sie ihn, diesen Mann, auf der Straße sehen, ja, ist es der klassische Vorzeigedeutsche, kleiner Mercedes, Familienhaus, Pulli, Hemd, Korthose, nichts sagen. Aber im tiefsten Inneren hat er eine Gier. Nur der Mensch wird nie dazu zugeben, ja, hat auch dieser Mann nicht vor Gericht zugegeben, und zu sagen, okay, ich war gierig, ich habe Fehler gemacht, dass er mich betrügen konnte. Weil wenn er logisch nachdachte, war die Geschichte, die ich ihm erzählt habe, so schlecht, die hätte eigentlich beim zweiten Mal auffliegen müssen. Ist nicht aufgeflogen. Die ganze Familie hat einen Knacks, die Kinder, die Frau, mein Vater, der ist hier gestorben. Meine Mutter hat einen Schlaganfall bekommen. Die Autoritätsverlust bei den Kindern. Vater, wie konntest du das machen? Du hast es nicht geblickt. Es ist tatsächlich so, dass ich ein gerissenes Tier bin, von einem Löwen zerrissen, ein geschlagenes. So komme ich mir vor, ein Unterlegener. Das ist sehr deprimierend. Packt mich die Wut, aber ich kann sie nicht, nichts verändern dran. Ich hatte alles. Ich habe in einer Jugendstilvilla gewohnt. Meine Nachbarn waren die reichsten, die hier die Region zur Verfügung hatte. War täglich auf dem Tennisplatz, war täglich oder fast täglich auf dem Golfplatz. War nicht schlecht für einen Textilverkäufer. Ich besaß außer 50 Pfennig oder 20 Pfennig in der Hosentasche gute Garderobe. Ich besaß einen Mercedes, einen guten Aktenkoffer, das entsprechende Auftreten und das Scheckheft, wo nichts drauf war. Und Kenntnisse, Bankkenntnisse. Ich bin also rein, habe ein ganz normales Girokonto eröffnet. Dann habe ich bei dieser Girokonto eröffnet, die Dame gefragt, ob sie denn so freundlich ist, mein Konto in Hamburg aufzulösen, sagt sie selbstverständlich. Dann habe ich ihren Scheck ausgestellt über eine ungerade Summe, weiß ich, 142.398 und ein paar Pfennige. Dann habe ich gefragt, ob ich dann mit ihrem Wertpapier-Sachbearbeiter noch ein Gespräch führen kann. Und dann habe ich mit diesem Mann eine Stunde, anderthalb oder zwei, je nachdem, gesprochen und habe bei denen für 50.000 D-Mark Wertpapiere geordert. Und habe dann gesagt, okay, nehmen Sie es von meinem Konto und nehmen Sie es ins Depot. Der hat sich die Hände gerieben, Depotgebühren, Vermittlungsprovision, alles. Die Filialleiterin kam, hat dazu, hat das gehört, oh, toller Kunde, verdienen wir dran, richtig dumm und dran. Dann habe ich mich von allen verabschiedet und bin genau bis zur Eingangstür gegangen. Und dann habe ich so gemacht. Entschuldigen Sie, wir müssen alles rückgängig machen. Wieso rückgängig machen? Ich sage, na, ich hatte doch vorhin kurz erwähnt, ich baue doch dort den Heiligensee. Ich kann ja nicht mal die Handwerker bezahlen jetzt am Wochenende. Weil ich habe ja kein Bargeld und ich kann ja jetzt das Postbankkonto nicht mehr belasten und da was ausstellen, weil sie ziehen das ja gerade ein, das geht ja nicht. Also müssen wir das alles rückgängig machen, ich muss ja das und so, ich sage, also verunsicher. Na um Gottes Willen, jetzt haben wir das alles in die Wege geleitet, Sie sind ja uns ein sehr guter Kunde. Wie viel bräuchten Sie denn für Ihre Handwerker? Ich sage, 50.000 D-Mark. Das ist doch kein Problem, kannst du doch gleich mitnehmen. Natürlich ist nach 7 Tagen der Scheck geplatzt. Damals hat das 7 Tage gedauert, der Rückscheck. Natürlich kam die Filialleiterin zu mir nach Hause heulend und hat gesagt, was ich da mit ihr da angestellt hätte, sie würde ihren Job und so weiter verlieren. Dann habe ich ihr klargemacht, wir können doch das umwandeln in ein Darlehen, ich gebe ihr die ersten 3 Monatsraten gleich mit. Und da war es ja nicht mal mehr Betrug, wenn du 3 Monatsraten bezahlt hast, gilt es da als zahlungswillig. Ich habe praktisch ihr eigenes Geld genommen und habe sie nochmal doppelt betrogen. Ich kam mir damals vor wie der Größte, der König.
Ich war auf dem Wege nach Ibiza. Ich hatte da ein Ferienhaus und war vorgesehen, dass ich am Freitagnachmittag mit meinem Privatflugzeug nach Ibiza fliege. Und einer meiner Anleger rief mich kurzfristig an und fragte: Jürgen, hast du noch Platz in deinem Flieger für zwei Freunde, die ich gerne mitnehmen möchte, weil er hatte auch ein Haus vor Ort. Und das war in der Tat ein sehr bekannter Finanzvorstand einer der größten Versicherungskonzerne der Welt. Und dann sagte ich: überhaupt kein Problem, ich möchte nur nicht angesprochen werden. Ich möchte meine Frikadellen in Ruhe essen im Flieger, mein Glas Wein, und wir brauchen bitte uns nicht gegenseitig berücksichtigen. Und so über Salzburg habe ich dann meine ersten Frikadellen verspeist und mein zweites Glas Wein hatte ich dann. Dann kamen dann die Herrschaften näher auf mich zu im Flieger und sagten: Sagen Sie mal, Herr Haxen, wir haben gehört, Sie sind ein sehr erfolgreicher Vermögensberater und Anlageberater. Da sagte ich: ja, das mag wohl sein, und wir hätten gerne da mal, wir haben da mal ein paar Fragen. 5-6 Mal haben die versucht, Kontakt aufzunehmen im Flugzeug, und 5-6 Mal habe ich dann gesagt: ich habe einfach keine Lust, ich möchte euer Geld jetzt nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte dein Geld nicht, dann will man das natürlich einen ganz besonders aufdrängen, wenn derjenige, dem man es geben will, es nicht möchte. Naja, so ungefähr eine Stunde vor der Landung kam dann Herr Rohr zu mir und sagte: Jürgen, hör zu, kannst du denn die Geschichte nicht zumindest mal anhören, was die von dir wollen? Und hast du nicht irgendwelche Sachen, du hast doch gesagt, du planst irgendwas ganz Besonderes. Du hast mir noch gar nicht erzählt, was es ist. Ich sagte dann: ja, ich plane im Jahre 99 Jahreswechsel zum Millennium auf den Mond zu fliegen mit einer ausgemusterten Discovery-Rakete. Und ich möchte diesen Mondflug sponsoren lassen von gigantischen, großen Werbeträgern. Bin schon in Verhandlungen mit namhaften Firmen. Und ich plane, dass wir so ungefähr 4-5 Tage vor Millennium losfliegen. 10 Personen haben Platz auf meiner Rakete, die wird umgebaut. Und ein Ticket kostet 5 Millionen US-Dollar. Das entstand spontan. Ich wollte eigentlich die Herrschaften an Bord verarschen. Weil ich wollte einfach ein Zeichen setzen: ich bin nicht an eurem Geld heute interessiert, lasst mich bitte in Ruhe. Und dann erklärte ich denen, dass wir durch die Landerechte und durch die Live-Übertragung, wir landen auf dem Mond, mehr als 500 Millionen Dollar Gewinn machen werden, weil die Landung eben live zum Millennium übertragen wird. Und du als Kunde kannst dann auf dem Mond aussteigen und runterwinken und deinen lieben Mitverwandten da herzlich grüßen an der Millennium-Party. Und dann sagte mir dann dieser Herr H. und Herr Rum, der dabei war, der Anwalt: wir sind auf jeden Fall dabei, weil alles, was sie machen, geht ja gut und es ist ja ungeheuerlich. Und die erste Mondlandung, die Argen, muss dabei sein. Und was mich daran reizte, war, dass wie weit man Menschen kriegen kann, derartige Geschichten zu glauben. Und jeder hätte wissen müssen, das kann nicht sein. Jeder hätte das überprüfen können. Jeder hätte das in Erfahrung bringen können. Eine Anfrage: bei der NASA wird hier eine Rakete ausgemustert oder wird hier eine Mondfahrt geplant. Dann hätte man herausfinden können, es ist Kasperletheater. Schlichtweg Kasperletheater. Aber das haben die Kunden einfach nicht getan. Ich wusste schon, dass wir mehr hatten als andere Familien. Ich war schon bewusst darauf, weil ich immer Papas schöne Autos gesehen habe. Ich habe ihn auch gefragt: Papa, wieso fährst du einen schönen Mercedes? Und da hat er beantwortet, zum Beispiel: ja, ich arbeite gern oder weil ich fleißig bin oder sowas. 1991, wo das, da ging es los, da konnte ich sagen, was ich wollte. Da konnte ich meinen Kunden ins Gesicht sagen: du bist ja ein. Und der hätte mir trotzdem 1 Million gegeben. 12 Millionen. Alles in der bescheidenen Währung D-Mark. 1,5 Millionen. 5 Millionen. 10 Millionen. Es fing einer an, das war ein Schneeballsystem. Der eine Anleger sagte: was, derjenige, der, den kenne ich, der ist aber geschäftstüchtig, wenn der bei ihm anlegt, da muss ja was dran sein. Und so kann ich mir vorstellen, ist eine Kaskade entstanden, dass keiner gezögert hatte, um schnell noch auf den Zug aufzuspringen. Ich habe meinen Kunden erzählt, ich habe über Broker, über skandinavische Firmen mich beteiligt und habe meine Geldbeträge da angelegt und ich habe da diverse Millionen an Kronengewinne gemacht.
Ich habe gesagt, dass ich meine Gelder aber aus Skandinavien nicht rausbekomme, weil ich steuerliche Probleme in Skandinavien habe. Ich habe gesagt, ich muss in Skandinavien Steuern zahlen und das will ich nicht, weil ich ja Deutscher bin und meine ganzen Firmenstrukturen außerhalb von Dänemarks habe oder Skandinavien habe und ich muss abwarten. Aber ich habe bereits viel Geld verdient. Das Geld ist schon vorhanden. Es geht ja nicht darum, dass er jetzt mit dem Geld seiner Anleger Spekulationen betreibt etc., sondern er sagt, ich habe ein Vermögen, das habe ich in Skandinavien gemacht. Dieses Vermögen wird dort festgefroren, ich muss es freikämpfen. Gebt mir Geld, die Freigabe ist nur eine Frage der Zeit, dann bekommt ihr euren Anteil. Nun ist natürlich die Krux an der Sache, es gab kein Vermögen in Skandinavien. Das war eben die fingierte Geschichte. Und meine Anleger haben das niemals verifiziert oder hinterfragt oder selbst erkundigt. Sie haben das einfach als bare Münze genommen. Und so ergab sich das, dass die einen Kunden mir die Gelder so hinterhergetragen haben. Und das Geld, was mir Kunde B gegeben hat, habe ich dann dem Kunden A gegeben. Und oftmals hat dann der Kunde A auf seine gigantischen Gewinne gepocht, die ich ja vorher in Aussicht gestellt habe, 200-300%. Und dann habe ich natürlich auch die Gewinne gezahlt. Darum gab es viele Kunden bei mir, die tatsächlich viel Geld verdient haben. Es war nicht alles aus Börsengeschäften, sondern Kunde C hat den Gewinn für Kunde B bezahlt. Aber zumindest hat einer von diesen Menschen sehr viel Geld verdient. Ich war mit ihm befreundet. Das ist also meine Aussage. Und ich dachte auch, sein Freund zu sein und habe mich also um seine Belange insgesamt auch gekümmert, die da hießen, er bräuchte mal wieder dringend Geld und kannst du nicht noch irgendwie beschaffen. Wir haben nur noch 3 Monate, 2 Monate, 1 Woche und dann sind wir durch mit dem Thema. Und ich habe ihm versucht zu helfen. Ich bin da sehr vorsichtig inzwischen mit dem Wort Freundschaft. Aber wir hatten eine sehr gute Beziehung zueinander. Und wir mochten uns. Und er mochte Luxus genau wie ich. Er hat schöne Autos gefahren. Er hat immer sehr schöne Uhren gehabt. Hat sich mit schönen Dingen umgeben. Er war daran interessiert, natürlich noch mehr zu verdienen. Also Männerfreundschaften sind ja so ein besonderes Ding. Sehr wenig mit normalen Freundschaften zu tun, sondern das sind eben Freundschaften, die sehr, sehr viel tiefer gehen können. Und er konnte es also tatsächlich hinkriegen, dass Leute glaubten, er sei ihr bester Freund. Hast du Probleme, komm zu mir. Meine Kunden haben mir Geld gegeben, dass ich aus meiner Notleidigkeit herauskomme und ein vernünftiges Leben schon mal vorlebe, so wie sie denn gerne leben wollen, wenn ich sie dann reich gemacht habe oder noch reicher gemacht habe. Das heißt, ich war das Mustermodell für meine Kunden. Wir geben Jürgen mal 1 Million oder 100.000, er gibt uns dann 13 Millionen wieder, wenn es dann soweit ist. Und die Millionen, die will er dann schon mal so als in einem Probeleben ausgeben und sich schon mal die schönsten Autos kaufen, die wir dann später kaufen, wenn wir dann unsere 13 Millionen wiederbekommen haben. Das haben wir schon... ich sag mal bösartig, aber das ist vielleicht, so muss man das beschreiben. Also die Kunden haben sich teilweise an meinem Vernichtungswahn, Geldvernichtungswahn erfreut. Ich habe oftmals von einem Kunden 100.000 Mark bekommen und dann habe ich gesagt, lieber Raimund, vielen Dank für die 100.000 Mark, ich werde mir jetzt ein schönes SL davon kaufen. Das freut mich aber, Jürgen, macht viel Spaß, nimm dir doch einen blauen, hanseatisch blau. Die kamen mit ihren wunderschönen Autos vorgefahren und gingen in mein Haus ein und ab aus, haben sich in meiner Tiefgarage meine 7, 8, 9 wunderschönen Ferraris angesehen oder Aston Martins, sind dann in den Pool gehoppt und haben dann nach Stayin' Alive von den Beatles oder Marianne Rosenberg, Ich bin wie du, getanzt und haben sich vergnügt. Und wir sind ja alle die Könige und Jürgen ist unser Guru. Das waren die typischen Partys, wo sich alle hofiert haben und applaudierten über die tollen Geschehnisse, die auf uns zukommen werden.
Man identifiziert sich nicht nur mit der Rolle, die man spielt oder mit der Person, die man gerade verkörpert, sondern man identifiziert sich mit in seiner gesamten Umwelt. Man lebt auf einmal auch wie dieser Mensch. Wenn man jetzt zum Beispiel den größten Assi darstellen würde oder den größten Penner, dann würde man sich auch wie ein Penner verhalten in diesen Situationen. Und wenn man Diplomaten spielt, dann ist man halt auch gerade der Diplomat oder als GI ist man dann der GI, dann tritt man halt zackig auf. Ne? Ein Gedanke, der sich wieder festgepflanzt hat und der sofort realisiert werden musste, eine sogenannte NATO-Sicherheitskonferenz zu organisieren. Ich konnte mir darunter überhaupt nicht vorstellen. Also habe ich meine Fantasie, die ich hatte, wie man das macht, sofort in die Tat umgesetzt. Also ich habe dann, ich habe das sehr rasant in Erinnerung, also ein ganz rasanter Ablauf. Ich habe dann innerhalb von wenigen Stunden die ganze Stadt auf den Kopf gestellt und habe ein ganzes Hotel gemietet und von so einem Privatkrankenhaus habe ich einen ganzen Trakt gleich gemietet, falls irgendjemand krank wird von dieser Konferenz. Und in ein Autohaus habe ich 10 Ford-Autos bestellt, der unterschiedlichsten Typen. Und dann habe ich Büroräume angemietet, habe eine Bürofirma beauftragt, die Büroräume einzurichten. Und eine andere Elektronikfirma habe ich beauftragt, dort Computer reinzustellen. Und eine andere Firma habe ich dort beauftragt, Waffenschränke dort reinzubauen, dass die Maschinenpistolen von dem Wachpersonal eingeschlossen werden können. Also ich bin dort in der Welt rumgerannt, die war total irre. Ich habe mit dem Bürgermeister gesprochen und habe mit dem Bürgermeister Mittag gegessen. Und er hat sich gefreut, dass da nun endlich was losgeht in seinem Ort und dass da der Aufschwung stattfindet. Und die Einzigen, die das nicht so gut fanden, war die Polizei bzw. das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern. Die schickten mir dann von diesem Ort, also von dieser kleinen Stadt, die Polizei ins Hotel und die sollten mich überprüfen. Und ich war so der amerikanische Offizier, ich habe die überhaupt gar nicht für voll genommen, die Polizisten. Ich habe denen sogar meinen Ausweis kopieren lassen, dass die den zum LKA schicken können, zum Überprüfen. Das war mir völlig egal, weil ich war dieser Major. Und ich habe die praktisch behandelt, als ob ich völlig über denen stehe, als ob die unter meiner Befehlsgewalt stehen. Und ich bin dann einfach zu meinem Auto gegangen und habe gesagt, ich muss mit der amerikanischen Botschaft telefonieren und bin dann ins Auto gestiegen und bin dann einfach weggefahren. Ich bin dann noch zu dem Polizisten ans Fenster gefahren, an sein Polizeiauto und habe ihm gesagt, dass ich diplomatische Immunität habe und dass ich jetzt ab sofort nicht mehr belästigt werden möchte und bin dann einfach weggefahren. Und merkwürdigerweise sind die mir auch nicht hinterhergekommen. Also die waren wahrscheinlich auch verunsichert und wussten auch nicht so genau, was da nun läuft und was da los ist, bis das LKA das überprüft hatte. Und also ich habe mich auch relativ sicher gefühlt. Ich bin auch nie auf den Gedanken gekommen, dass die mich verhaften. Warum auch? Weil ich war amerikanischer Offizier und was wollen die vom amerikanischen Offizier? Also da die Ideen, dass ich da verhaftet werde, hatte ich überhaupt gar nicht. Oder dass mir da Schlimmes passieren kann. Warum auch? Ich war ja seriös. Haben wir, ein Kollege und ich, uns überlegt, weil wir Geld gebraucht haben und eigentlich auch in Urlaub gehen wollten, wie wir das Ganze verbinden könnten, Geld verdienen und Urlaub. Und dann haben wir uns gesagt, okay, gehen wir zu den Kanarischen Inseln. Und waren wir unter anderem auch auf Mallorca und dann haben wir uns da so schicke Villen angeguckt, die man vermieten kann. Oder die man zur Vermietung stand und die man mieten konnte. Da kam uns dann halt einfach die Idee, dass wir vorne dran so ein Schild hinhängen, auf Spanisch und auf Englisch und auf Deutsch, dass die Kisten zu verkaufen stehen. Sie mieten ein Haus und sie verkaufen das Haus, was sie nur gemietet haben. Ich meine, ich war ja auch im Geschäft lange und so, und die kannten ihn auch und die haben so oft gesagt, ach, Sie haben ja einen netten Sohn. Also das sagte ja immer schon alles dann, ne? Also ich fand ihn immer alle ganz toll, ne? Er wurde von allen Leuten nur gelobt und geliebt. Ja, kann man wirklich sagen. Wurde nur was Positives von ihm gesagt. Das war die eine Seite des Lebens, ne? Die andere, sein Traumleben, nicht? Sind wir ja gar nicht reingekommen, haben wir ja nichts gesehen. Wir wissen nur, dass er es gelebt hat, nicht?
dass er eben das Auftreten hatte, dass er den Wagen hatte, nicht, der immer eine gewisse Größe haben musste, dass er in den Hotels abgestiegen ist, ne? Und, wo er dann seine Verhandlungen hatte, eine geschäftliche, ne? Er hat ja viele Geschäfte gemacht, die wohl so nebenbei so Kleinigkeiten verdient, aber großes Geld hat er nie gemacht. Nie das große Geld gemacht. Ich sage, das ist ja das Verrückte an ihm. Ich habe Textilkaufmann gelernt, habe auch bei zwei hiesigen Modehäusern gearbeitet, war da teilweise auch in leitender Funktion tätig. Und es gibt bei beiden Häusern noch Monatsrekorde von Umsätzen, die heute noch stehen, die ich damals aufgestellt habe, weil ja, sie sind halt nicht geschlagen worden. Das heißt, Sie waren ein besonders guter Verkäufer? Nein, ich war der Beste. Mein Kollege war der Notar, den wir verkauft haben. Und da haben wir nichts anderes gemacht, als den Leuten einen spanischen Mietvertrag unterschreiben lassen, wo wir im Prinzip unsere Mietverpflichtungen auf diese Leute überschrieben haben und haben von den Leuten als Anzahlung, so haben wir es denn formuliert, als Anzahlung quasi dieses Schwarzgeld entgegengenommen. Es waren immer sehr betuchte Leute, die das gemacht haben. Es war auch einmal ein Jurist dabei. Und wir haben immer nur Schwarzgeld angenommen. Und die Leute haben uns auch nur Schwarzgeld gegeben. Und keiner hat sich jemals die Mühe gegeben, diesen Mietvertrag zu übersetzen. Oder irgendwas. Oder hat nachgefragt. Er ist wirklich, bei ihm ist es so, es kommt nicht von innen her, vom Willen her, dass er jemanden betrügen will. Das will er nicht. Ne? Er lebt nur zwei Leben. Ja, er war so, wie soll ich das so sagen, er war so ein Blender. Ja, das waren aber seine zwei Leben. Ja. Nicht? Er musste auftreten, wo du sagst jetzt Blender, nicht? Er musste er auftreten, er war etwas, nicht? Er stellte was dar, er machte was, er vertrat was. Nicht? Und auf der anderen Seite war er dann ganz wieder Familienmensch, wenn er hier war. Er hat zwei Leben parallel gelebt. Ich meine, man kann Spielchen treiben. Man kann Spielchen treiben. Die Leute machen alles. Sie können Leute bebringen, ja, oder dazu bewegen. Ja. Ich habe mal einen vom Vorstand hier aus Ravensburg, ja, der arbeitet beim recht bekannten Spielehersteller und ist da einer aus der Geschäftsleiterebene. Den habe ich halt bei uns, wo er Klamotten kaufen war, habe ich dazu bewegt, dass er halt auf den Stuhl steigt mit dem Verkaufsraum. Es war halt einfach nur ein Spaß, weil ich dachte, so ein Mann, der muss ja geschult sein und alles, ob ich das schaffe. Und ja, der ist draufgestiegen. Wegen banalen Grund. Also es gab eigentlich keinen. Ich habe es halt einfach nur so gemacht. Einmal hat er mich aus dem Büro gerufen, ich müsse dringend kommen, er müsste mal meine Unterlagen sondieren und so. Und hat er mich nur in seine Wohnung da reingelockt und hat gesagt, komm, zieh mir meine Betten ab. Und ich sagte, ich glaube, du spinnst wohl was. So was kam. Also, so ein Fetz hat er manchmal gemacht. Der hat mich da aus dem Büro gerufen, es wäre nun sehr dringend. Und dann hat er gesagt, komm, zieh mir meine Betten ab. Was verlangt sich an Hirn? Von Haus aus bin ich ein Einzelgänger-Typ, aber ich kann es ganz gut mit den Menschen, nur ich verstelle mich bei denen meistens. Was heißt das? Ich lasse fast keinen Menschen an mich heran, weil man mir schon in der Jugend halt mehrmals wehgetan hat und ab dem Moment regle ich ab, spiele ich den Leuten nur noch eine Bühne vor, das, was sie halt haben wollen. Er musste immer eine Führfigur haben. Und als er da in Dortmund war, da war dieser, ich würde sagen, sogenannte Freund, wo wir von sprachen, der war seine Führfigur. Und als er dann wieder zurückkam, da war sein Bruder seine Führfigur. Als mein ältester Sohn, als der studierte, da ist er auch mit nach Stuttgart gegangen. Und ist auch während des ganzen Studiums immer bei ihm geblieben. Die waren immer zusammen, ne? Und der war für ihn die Führfigur. Also alleine hat er noch nie im Leben richtig gestanden. Und das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Als mein Sohn verstarb, da stand er dann
Im Führerloster. Und das war ein starker Einschnitt für ihn. Und ja, was soll ich denn noch sagen? Man muss natürlich auch ein guter Schauspieler sein, weil man kennt natürlich nicht die Nachbarn, die nebendran sind. Und man kann ja nicht hingehen und sagen, hallo, ich bin jetzt Ihr neuer Nachbar oder so. Ja, und dann gleichzeitig noch das Schild draußen zum Verkaufen. Und man muss improvisieren. Das heißt, wenn Leute rauskommen, gleich das Winken anfangen, gleich grüßen, gleich hingehen, shake hands, fragen, wie es denen geht. Ja, und da müssen sie sich in der Region ein bisschen auskennen. Sie müssen den Leuten ja was bieten können. Wenn sie hochfahren zu den Häusern, müssen sie sagen können, halt mal zu, da gibt es ein super Restaurant. Ja. Ob das jetzt eine Pommesbude ist oder keine, halt einfach sagen, super, und können wir das nächste Mal essen gehen, schmeckt wirklich, die machen super Steaks oder knackige Salate. Ja. Kompliment können sie dann noch einbauen für die Frau bei dem Wort knackig und so weiter. Halt einfach eine Geschichte erzählen. Jetzt habe ich ihnen das alles soweit gezeigt. Sie wollten das Haus auf Mallorca haben. Ich habe Ihnen jetzt das Haus auf Mallorca gezeigt. Sie wollten die Alleinlage haben. Es sollte ein Winkelbungalow sein. Es sollte das und das und das sein. Haben Sie jetzt alles bekommen? Man sollte in Ihrer Umgebung Deutsch sprechen. Haben Sie bekommen? Es sollten Sportaktivitäten da sein. Ist auch da. Sie haben gesagt, es gefällt Ihnen. Auch da. Habe ich irgendetwas vergessen? Dann überlegt der Kunde. Dann müssen Sie einbauen, beziehen Sie die Frau ein, beziehungsweise den Mann ein oder die Kinder. Sage ich, braucht ihr noch irgendwas? Nein, weil das haben sich ja lange genug geplant. Sie haben alle Ja's, die er Ihnen jemals gegeben hat und wo Sie die Zwischenfrage kurz gestellt haben, gefällt Ihnen das? Ja, klar. Gefällt Ihnen das so gut, dass Sie sich vorstellen können, jeden Morgen die Brötchen zu kaufen? Ja, klar, die Brötchen haben noch geschmeckt, oder? Haben wir doch unten gegessen. Ja, haben geschmeckt. Der Kunde kann hinterher nicht mehr Nein sagen. Sie haben alle Ja's sich abgeholt. Und dann legen Sie nur noch den Kugelschreiber oder den Füllfederhalter auf dem Tisch, drehen ihn auf und drehen ihn in seine Richtung und gucken ihn nur noch mal in die Augen. Und der Kunde guckt zurück in Ihre Augen. Und der Kunde unterschreibt dann nicht, wenn Sie sind derjenige, der zuerst wegguckt. Dann unterschreibt der Kunde nicht, weil dann hat der Kunde gewonnen. Das heißt, Sie müssen in dem Moment permanent Augenkontakt mit dem Kunden halten. Und wenn Sie schier der Augenmuskel schier blockiert ist und Sie können nicht mehr ohne Zwinkern auskommen. Aber Sie wissen ganz genau, wenn ich jetzt zwinker oder kurz wegschaue, unterschreibt der Kunde nicht. Weil dann merkt der Kunde eine Unsicherheit. Und Sie sind routiniert, Sie sind sicher, Sie sind erfolgreich und Ihnen kann nichts passieren. Und dementsprechend, das dokumentieren Sie dem Kunden gegenüber. Und wenn der Kunde guckt und guckt und guckt und guckt in Ihre Augen und schaut dann weg, dann weiß er, okay, jetzt hat der andere gewonnen. Jetzt unterschreibe ich. Und das war natürlich dann eine Arbeitszeit von 3-4 Stunden mit Mittagessen. 3-4 Stunden. Und dann sind wir mit Runde knappe 250.000 D-Mark damals, ja, sind wir von dieser Insel weggeflogen und sind zur nächsten Insel geflogen, wo wir gedacht haben, okay, da kann man es ja auch machen. Ja, okay, war einfach verdientes Geld, hat Spaß gemacht. Ein Betrüger ist ein misstrauischer Mensch. Ein Betrüger glaubt im Prinzip nichts, bis er sich nicht selbst davon überzeugt hat, dass das alles stimmt. Weil er ja selbst den Leuten was vormacht. Weil erzählen kann mir jeder was, aber ich bin immer dann, weil ich Betrüger war und weiß, wie schnell man auch betrogen werden kann. Denn wenn ich jemandem Vertrauen schenke, bin ich verletzlich. Weil wenn ich mich jemandem anvertraue, muss ich mich öffnen. Kann ich verletzt werden. Das kann ich aber nur dann machen, wenn ich weiß, dem kann ich wirklich rückhaltlos vertrauen. Der nutzt mich nicht aus, was ich ja früher gemacht habe.
Das ist schon ein Schutz, den man sich dann umlegt. Lieber betrüge ich, als dass ich betrogen werde. Doch, da ist was daraus dran. Meine Eltern, die waren bei den Zeugen Jehovas. Und bei den Zeugen Jehovas ist das so, dass man von klein auf an in diese Gemeinschaft mit eingebunden wird, ob man will oder nicht. Und ab dem dritten, vierten Lebensjahr musste ich mit meinen Eltern von Trepp zu Trepp laufen in den Häusern. Es gab weder Weihnachten, wurde nicht gefeiert, weder Geburtstage wurden gefeiert. Und vor allen Dingen, was ganz, ganz wenig war, es gab keine Liebe. Es gab die Bibel und Hiebe. Das war meine Jugend. Es gab kaum eine Gelegenheit, wo ich keine gekriegt habe. Also bei den kleinsten Dingen, wenn mir was runtergefallen ist, habe ich eine gekriegt. Der hat ja überall hingeschlagen, ob es ins Licht oder sonst wo. Wenn ich zu spät kam, mit dem Gasschlauch habe ich es bekommen. Und am Ehebett habe ich mich versteckt, da ist meine Mutter gekommen von der einen Seite mit dem Besenstiel, mein Vater von der anderen Seite. Und wie ich dann vorkam, habe ich mit so einem Gasschlauch gekriegt. Oder mit einem Siebenstream, war auch eine Sache. Oder Rohrstock, je nachdem, was gerade griffbereit war. Zum Fußballspielen sonntags zuzugucken zu gehen, wurde mir untersagt, weil ich musste ja dann mit meinem Bruder zusammen Hand in Hand, Trepp auf, Trepp abgehen, weil Kinder doch bei erwachsenen Menschen mehr Mitleid erzeugen, damit wir also den Wachturm und das Erwachet verkaufen konnten. Wir haben dann aber uns den Fußballplatz vorgezogen und haben damals angefangen, man kann schon lernen, zu betrügen. Wir haben uns in einem stillen Portier die Namen alle abgeschrieben und haben dann dahinter geschrieben, Gespräch, wieder vorsprechen und. Das haben wir das öfteren gemacht, um dann Sonntag statt Trepp auf Trepp abzugehen, sind wir dann auf den Fußballplatz gegangen und geguckt. Oder die Schulkinder haben uns gesehen, wenn wir da irgendwo, ich weiß noch, am Nettelbeckplatz, werde ich auch nicht vergessen. Da musste ich immer standen. Hinter mir war so ein, das hieß offene Tür, das war so ein Imbiss. Da musste ich dann immer stehen mit so einem, wie heute hat man diese Plastikmappen da, aber das waren so extra angefertigte, da war der eine Seite der Wachturm, erwachet, dann hast du da mal gestanden, bist du mal so rumgelaufen, hast die Leute angesprochen, erwachet, der Wachturm, wollen Sie mal unterrichtet werden? Und dann sind natürlich auch die Schüler lang gekommen, weil die da ja in der Nähe gewohnt haben überall, du bist ja da in der Nähe in die Schule gegangen. Ja, diese Hänselei, und das war also grausam. Mein Vater wollte gerne, dass ich Heilpraktiker werde, wollte ich nicht, ich wollte immer was Kaufmännisches machen. Das war mein Antrieb. Und da war er sehr enttäuscht drüber eigentlich. Er wollte, dass ich Heilpraktiker wie sein Vater war und er, und dass ich dann irgendwie nochmal die Praxis übernehme. Wollte ich nicht. Wollte viel Geld verdienen. Das schwebte mir vor. Geld war Macht. Mit Geld konntest du dir fast alles erkaufen. Das war's. Du konntest dir, ob es Garderobe war, ob das Auto war, ob das angebliche Freunde war oder Klickenwirtschaft. Mit Geld konntest du alles erreichen. So habe ich damals gedacht. Bin da reingerutscht, weil ich mich in eine Frau verliebt hatte, die aus sehr, sehr seriösen und sehr geordneten Verhältnissen kam. Alles war wunderbar und tolle Autos und tolles Haus und Geschwister, Lehrer und alles Mögliche. Und ich war ein Nichts. Und ich wusste, dass ich durch eine Schulausbildung nicht wer werden konnte. Aber ich liebte diese Frau unendlich und ich hatte immer das Gefühl, dass ich diese Liebe nur halten kann oder beherrschen kann, wenn ich zumindest im Ansatz ähnliche Erfolge präsentiere, wie sie es gewohnt war. Wir sind ja nicht so verwöhnt worden von unseren Eltern, es ging nicht. Und daher war Fernsehen ein Luxus für uns zu Hause. Raumschiff Enterprise, Daktari, die Waltons, Bonanza. Waltons ist im Übrigen meine absolute heile Lieblingsfamilie. Die Familienverhältnisse der Waltons wollte ich gerne zu Hause demonstrieren. Es war eine heile, heile Welt. Sie geht kaum heiler. Das war mein Vorbild. So wie die Waltons leben, wollte ich, dass meine Kinder und meine Frau nicht aufwachsen. Irgendwo in den Waltons Mountain, das waren dann die Harksons Mountain als Beispiel, das war mein Traum. Ich habe ihn auch teilweise ja auch gelebt. Also ich hatte ja meine eigene Harksen-Welt. Ich war immer sehr verwundert, dass ich also handschriftliche Briefe
ich finde einen handschriftlichen Brief unter Freunden, hat was, zurückbekommen habe mit unterschiedlichen Schriften. Ich wusste damals nicht, dass er Legastheniker ist. Ich wusste nicht, dass er nicht schreiben kann. Ich litt unter Epilepsie und hatte dann und wann meine Anfälle. Und die wurde geheilt und ich bin sehr viel bei Ärzten gewesen und habe entsprechende Medikamente bekommen, bin medikamentös behandelt worden. Und irgendwann mit 16 ist dann festgestellt worden, dass ich nichts mehr zu erwarten habe, weil es auch neuere, bessere Medikamente gab. Aber das war auch so ein Punkt. Ich hatte meistens meine Anfälle, wenn ich sehr nervös war und wenn ich sehr angespannt war. Und das war ich dann eben, wenn ich Schläge von meinen Schulkameraden bekommen habe oder wenn mein Vater einen Rückfall hatte. Ich bin selbst Kilometer gefahren zu meinem Therapeuten als Kind schon, weil mein Vater mich nicht fahren konnte, weil er eben betrunken war. Aber ich merkte, dass ich, wo ich dann in dieses Krankenstudium kam oder zu diesem Kinderpsychologen und Psychiater, wo andere Kinder auch waren, da waren wir in unserer eigenen Welt. Merkwürdigerweise waren die ganzen Kinder, die dann in dieser Praxis waren, die hatten ja alle ein ähnliches Problem und wir fühlten uns dann zusammengehörig. Und daher konnte ich damit umgehen. Ich habe mich eigentlich gefreut auf meine Arzttermine, auf meine therapeutischen Behandlungstermine, weil wir gehörten dann zusammen, wir Kinder, die dann da waren. In der Sekunde, wo ich Peter ein Auto gegeben habe, hat er mit mir eine Stunde auch gespielt. Ich war ja dann in der Stunde, wo er von mir das Auto abverlangt hat, hat er mit mir im Sandkasten gespielt für eine Stunde. Und er hat Danke gesagt, zunächst in der ersten Instanz. Und ich war in der ersten Instanz glücklich und dachte, jetzt habe ich einen Freund, weil ich habe ihm jetzt mein Lieblingsauto geschenkt. Und dieses Gefühl, dieses Glücksgefühl dauerte dann diese Stunden an. Und dann war es vorbei. Und um das Glücksgefühl wiederzubekommen, musste man dann ein neues Auto verschenken. Und dann hat man ein neues Glücksgefühl gehabt. Und zwar in unserem Haus hatten wir im Obergeschoss so eine kleine Kammer. Die war reserviert für meinen Großvater. Da waren denen seine ganzen Erinnerungsstücke aus seinem Leben drin. Unter anderem auch seine Kriegsutensilien, Uniformen und alles solchen Kram, Zigarettenbilder. Und da waren so Soldaten drauf, Lanzer und so ein Kram. Und das war für mich war das irgendwie so eine Geheimkammer, weil ich da nie rein durfte. Die Uniform war für mich interessant. Weil so ein Ding wollte ich auch haben, wenn ich groß bin, wollte ich unbedingt so eine Uniform anziehen. Und die hat mir aber nicht gepasst und da ist mir dieser Hakenkreuzarmbinde, die lacht dort irgendwo in irgendwelchen Truhen oder Wäschekörben, lacht die mit rum. Und da habe ich gedacht, Mensch, bei uns in der Schule, wir haben auch immer manchmal so ein Ding, wenn man da, also irgendwelche Schulfunktionäre von den Pionieren oder von der FDJler, das ist doch cool, wenn du das mal umbindest und damit mal in die Schule gehst, da werden sie bestimmt alle staunen. Das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe die dann am anderen Tag, nachdem ich die gefunden habe, umgetan um meinen rechten Arm und bin dann stolz in die Schule spaziert. Und das hätte ich auch tunlich sein lassen sollen. Also das war nicht so das Gelbe vom Ei. Also die Lehrer sind dann auf mich zugestürzt. Ich war auf einmal ein Feind, Staatsfeind oder wie man das so sagt. Und haben mir dann das Ding weggerissen. Natürlich hat mir das sehr viele Nachteile eingebracht, unter anderem Heimunterbringung. Es gab viele Vorfälle in dieser Zeit mit mir, die gravierend waren. Und das wird dann wohl eines der i-Tüpfelchen mit gewesen sein. Prügelwerkzeuge wie zum Beispiel Glasfaser-Expander-Stangen, die man so zusammenbiegen konnte. Da waren dann zwei Holzgriffe links und rechts dran. Und da wurde einer abgesägt. Von der Gummiisolierung wurde ein bisschen abgemacht. Und das ist die Glasfaserseele praktisch frei lag vorne und damit wurde man dann verprügelt, zum Beispiel wenn man von der Flucht wiederkam oder bei irgendwelchen anderen
Verfehlungen, die mussten noch nicht mal gravierend sein. Das Ding war natürlich abartig und das tat abartig weh. Als Heimkind hat man eigentlich wie auf einem kleinen Planeten gelebt. In diesem Spezialkinderheim, der war abgeschottet von der Außenwelt. Es kam auch von außen kaum einer rein, auch kaum Besucher. Und von diesem kleinen Planeten konnte man nicht runtergucken. Und wenn man dann auf der Flucht war, hat man dann zum Beispiel gemerkt, wenn einen irgendwelche wildfremden Leute gefragt haben, wer ich bin oder wo man hin will oder was man eigentlich vorhat, dass man sprachlos war. Also auf solche Fragen war man zum Beispiel nicht vorbereitet. Und im Laufe der Monate und Jahre, die ich dann dort in dem Heim war, hat sich das perfektioniert. Also ich habe dann immer und immer mehr Ausreden erfunden, die mich gerechtfertigt haben, wenn ich unterwegs zur Flucht war. Zum Beispiel, wenn ich in Berlin war oder in irgendwelchen anderen Städten und man ist von Polizisten angehalten worden, dann hat man sich natürlich schon Gegenden ausgemacht, wo man wohnt, hat sich eine Straße angeguckt, am Klingelschild irgendwelche Namen gelesen und dann hat man denen gesagt, ja, ich bin der ja sowieso aus der und der Straße und dann haben die einen wieder laufen lassen meistens. Also dann waren die zufrieden, weil es die Straße gab. Und man hat dann praktisch seine Umwelt angefangen zu täuschen mit eigentlich Bagatellen, indem man eine andere Identität vorgaukelt, um nicht aufzufliegen, dass man praktisch auf der Flucht ist, weil man wollte sich ja unbedingt diesem System entziehen. Ich habe dort angefangen, ohne zu wissen, dass es Videospiele gibt oder wie auch immer, wir kannten sowas in der DDR damals nicht, habe ich angefangen, ein Leben zu leben, was nicht mehr real war. Ich habe praktisch nicht mehr in dieser Welt angefangen, also nicht mehr in dieser Welt gelebt. Ich habe mir in meiner Fantasie meine eigene Welt erschaffen, die schön bunt war und schön glitzernd. Und darin habe ich gelebt. Und diese Märchenwelt oder diese fantastische Welt habe ich auf das Hier und Jetzt projiziert. Und ich habe mir dann zum Beispiel, wenn dann so ein Offizier vor mir stand im Jugendgefängnis, da habe ich mir nicht vorgestellt, dass das ein Offizier ist oder ich habe nicht realisiert, dass das ein Offizier ist. Ja, dann habe ich denen halt eine ganz andere Identität gegeben, die mir gefallen hat. Zum Schluss bin ich ja mit der Familie dann Hals über Kopf nach Berlin gezogen. Da liefen ja gegen mich schon zig Strafverfahren. Und habe hier in Berlin, wie mir das wieder gelungen ist, weiß ich nicht. Weiß ich gar nicht im Nachvollziehen nicht mehr. Ich habe also da hier in Berlin auf eine Anzeige geantwortet und habe dann diesen Chef davon überzeugt, dass ich der alleine bin, der dieses große Immobilienbüro leiten muss. Und ich habe auch den Job gekriegt und bin allerdings 3 Tage später in dieser Firma verhaftet worden. Hetze. Jagd. Also man kann sich das praktisch so vorstellen wie... Ich werde im Wald ausgesetzt als Köder und alle jagen hinter mir her. So habe ich mich gefühlt. Als ich dann in der Schule meines Adoptivsohnes damals in Forchheim, da ging er zur Schule, anrief, weil da Papiere erforderlich war wegen der Anmeldung der neuen Schule, da sagte die Schulsekretärin mir, sagt sie, naja, gestern hat die Polizei danach ihn gefragt und ob der Oliver denn hier schon abgemeldet ist. Und jetzt können wir der Polizei ja sagen, dass er in Berlin angemeldet ist. Und da wusste ich, jetzt schlägt die Falle zu. So sind sie mir ja drauf gekommen. Und haben es den Berliner Kollegen übergeben. Und mein eigener Bruder hat mich dann verhaften lassen. Mein Bruder ist bei der Kripo und der hat mich dann in diesem Büro verhaften lassen. Naja, er konnte ja nichts anderes machen, das war bestanden Haftbefehl. Und er war damals gerade Leiter der Fahndung. Es blieb nichts anderes übrig. Ich, Peter Groth, trete Sicherungsverwaltung an. Ach, das gibt's doch gar nicht. War in dieser Richtung, da war ich noch total die 4,5 Jahre überheblich und machen. Ich bin zum ersten Anhörungstermin mit gefälschten Unterlagen hingegangen. Hab den Richter gefälschte Unterlagen vorgelegt, damit er mich entlässt. Ich habe den Kontoauszüge hingelegt und Bankauszüge hingelegt, die über ein Riesenvermögen Auskunft geben und nach dem Gesetz mit Vermögen kann der mich nicht mehr in der Sicherungsverwahrung lassen, weil ich habe ja keinen Anlass mehr zu betrügen, muss er mich entlassen. Wir wären fast mit durchgekommen. Das hat nicht ganz geklappt. Thank you.
Sie müssen sich das mal so vorstellen. Sie sitzen in einem kleinen Zimmer und kommen dort nicht wieder raus. Sie können die Tür nicht öffnen, sie können nicht aus dem Fenster raussteigen, sie müssen in diesem Zimmer bleiben. Und ihre Nerven spielen mit ihnen verrückt. Sie sind eigentlich unterwegs irgendwo und kommen aber nicht weg. Sie kommen weder zur Wand raus noch durch die verschlossene Tür und sie kommen auch nicht durchs Gitter, beziehungsweise aus dem Fenster raus. Sie sind verdammt, in diesem Raum zu bleiben und mit den Emotionen, die sie gerade fühlen, müssen sie sich anfangen auseinanderzusetzen. Das machen sie aber nicht bewusst, sondern das machen sie unbewusst. Also bringen sie die Energien, die sie freisetzen. Das sind unglaubliche Energien von einer nicht beschreiblichen Intensität. Müssen jetzt irgendwo hin, damit nichts explodiert oder dass man nicht verrückt wird. Ja, und dann telefoniert man mit irgendwelchen Leuten oder schreibt irgendwelche Briefe, größenwahnsinnige Briefe. Und dann wartet man, was da passiert. Briefe zum Beispiel als Reaktion auf Geschäftsanzeigen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Juwelier sucht Kapitalbeteiligung und für die und die Zwecke. Und dann schreibt man halt, hier, wir haben das Kapital und jetzt kommen wir her, ich bin auch im Gefängnis. Und die kommen natürlich auch. Ich habe damals in Brandenburg, in der Justizanstalt Brandenburg, wie gesagt, die Frankfurter Allgemeine Zeitung gelesen und unter anderem auch ab und an mal diese Heiratsvermittlungsseiten. Und da ist mir das eine Mal beim Lesen ein Inserat ins Auge gesprungen, sofort, wo ich mir gedacht habe, was ist denn hier los? Wieso schreiben die nicht gleich ihren Kontostand rein? Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich erst mal geschrieben, dass ich ein reicher Unternehmer bin. Ich habe das ja nicht nur geschrieben, ich habe das ja auch geglaubt zum damaligen Zeitpunkt, dass ich ein reicher Unternehmer bin, dass ich Deutsch-Amerikaner bin, dass ich in Los Angeles wohne, in Los Angeles geboren wurde. Und ich habe eigentlich einen völlig neuen Menschen erfunden und über einen völlig neuen Menschen eine Geschichte geschrieben. Ich habe ihr mitgeteilt, dass ich wegen Steuerhinterziehung sitze. Ich glaube, ich habe sogar noch einen Prospekt von meiner Firma reingelegt. Gleich nach den ersten Briefen kam von ihr der Vorschlag, dass sie mich besuchen kommen möchte. Sie und ihre Eltern. Kein Problem, ich habe das auch beantragt, habe einen Besuchstermin bekommen. Im Prinzip war das so gewesen, ist dieses Gespräch so abgelaufen, dass im Fazit rauskommt, wir haben Geld, du hast Geld und da gehört unsere Tochter hin und du kannst die haben, aber du musst in unsere Firma investieren. Also in die Firma des Vaters. Das habe ich natürlich wohlwollend und großzügig sofort zugestimmt, wie sich das gehört als reicher Mensch. Allerdings hat mich die Tochter schon angesprochen, vom Äußeren her und wie sie so schreibt und so. Und da habe ich mir dann praktisch in diesen normalen Zuständen, habe ich mir natürlich vorgestellt, dass man sowas wie Normalität vielleicht in sein Leben holen kann. Das war natürlich irgendwie eine Illusion, also definitiv eine Illusion. Als sie mich gefragt hat, willst du mich heiraten? Nicht ich habe die Frage gestellt, sondern sie. Ich habe das gar nicht mehr reflektiert, dass das ein Schritt ist, den man sich reiflich überlegen sollte und der wohl durchdacht sein muss, wenn man überhaupt heiratet. Mir war das völlig egal. Ich habe dann zwar erstmal nicht Ja gesagt, weil ich ja der Größte bin und normalerweise kommen so eine Fragen von mir. Also so war mein Denken damals. Und habe dann aber beim nächsten Besuch gesagt, okay, wir ziehen das Ding durch, was soll's. Ja, und dann war es soweit, die Heirat fand statt. Allerdings, als ich völlig normal war. Und das war mir nicht egal. Also die Heirat in der JVA Schwalmstadt war mir eigentlich nicht egal. Aber ich war irgendwie an einem Punkt angelangt, wo ich nie wieder zurück konnte. Also ich persönlich habe gedacht, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr zurück aus dieser Situation. Was sollst du machen? Ich konnte schon 2 Tage vorher nicht schlafen. Also ich habe mir darüber Gedanken gemacht, was ist hier überhaupt los? Wieso gehst du da vor? Und das wird richtig ernst. Jetzt heiratest du. Und ich wollte eigentlich nie in meinem Leben heiraten, weil ich grundsätzlich gegen die Ehe bin. Ich habe auch noch, wo dieser Mensch vom Standesamt da sein Verslein vorgelesen hat und wo der dann gefragt hat, also wo wir dann Ja sagen mussten, da habe ich anfangs gezögert und ich wusste nicht, sagst du jetzt Ja oder sagst du Nein? Aber was machst du jetzt? Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann war noch diese verdammte Situation, man ist im Gefängnis. Das ist dann auch noch ein Ausnahmezustand, der dort mit reinspiegelt und man sitzt im Besucherraum vom Gefängnis. Nebenbei huschte dann da noch so ein Juwelier-Ehepaar aus Memming rum und die wollten dann auch, was weiß ich, ein paar Millionen haben und für ihre Investitionen, die hatte ich auch damals in Brandenburg kennengelernt. Und
Ich war zu diesem Zeitpunkt definitiv nicht der Millionär und ich hatte auch kein Geld und ich hatte auch keine Firma, sondern ich war der ganz normale, also ich war ganz normal ich. Ja, und irgendwas in mich hat mich dann geritten und ich habe dann einfach Ja gesagt und habe unterschrieben auf diesen Papieren. Und dann war ich verheiratet. Ich glaube, das war in meinem Leben, dieses Ja und diese Unterschrift. Das war das erschütterndste Ereignis, was ich in meinem Leben jemals erlebt habe. Ich glaube, der kann noch nicht mal das perverseste Kinderheim mithalten oder die perversesten Brutalitäten in irgendeinem Kinderheim. Wenn man das wieder rückgängig machen könnte, dann würde ich das sofort tun. Aber damals war ich dazu nicht in der Lage, obwohl ich nicht nur in Situationen war, wo mir die Vögel weggeflogen sind, wo ich größenwahnsinnig war, sondern weil ich auch in normalen Situation gelebt habe. Und in diesen normalen Situationen hätte ich die Notbremse ziehen müssen. Und ich habe das ganz einfach nicht gemacht, weil mich irgendwas gehindert hat. Mich hat irgendwas blockiert innerlich und ich konnte nicht so, wie ich wollte. Und ich würde es gerne rückgängig machen, um dieser Frau, die ja mal meine Frau war, das wiederzugeben, was er durch mich verloren hat. Irgendwie den Glauben an die Redlichkeit ihrer Mitmenschen. Und das ist mir damals kläglich misslungen. Ich habe damals kläglich versagt. Ob das der Honorarkonsul von Malta war, der in Heidelberg seinen Sitz hatte, oder der Hausmeier oder der Schweizer Hotelier, die Juweliere aus Memmingen oder sogar meine damaligen Schwiegereltern, die vermeintlichen Bauunternehmer oder meine Ehefrau, die Finanzmaklerin. Die sind nicht gekommen aus Mitgefühl oder aus Menschenfreundlichkeit. Die sind definitiv zu mir gekommen, weil sie irgendwas haben wollten. Und das war Geld. Und das konnte gar nicht alles schnell genug gehen. Das musste sofort und fast auf der Stelle abgewickelt werden. Und die Gier ist ja meistens dadurch zum Ausdruck gekommen, dass sie mit gigantischen Geschenke aufgetaucht sind im Gefängnis. Also das ist ja streckenweise so gewesen. Ich habe ja nicht mehr in Dimensionen gedacht, zum Beispiel 100 Mark Einkauf oder 200 Mark Einkauf. Ich habe ja dann in der Zelle gesessen und habe mir schon gedacht, jetzt habe ich da wieder 10.000 Franken und dort wieder ein paar hundert, also nicht 100.000 oder Zehntausende von Mark rumliegen. Wo soll ich denn die verstecken und wie soll ich die ausgeben? Wenn man dann wieder durchgeknallt war, dann hat man das sofort zum Fenster rausgeschmissen, irgendwelche Drogen gekauft oder irgendwelchen Leuten was geschenkt. Und die Menschen, die zu mir gekommen sind, sind nicht aus Menschenfreundlichkeit gekommen. Sie sind nur gekommen, um die Hände aufzuhalten. Wann machen Sie mich reich? Wann kriege ich meine Million oder meine 100 Millionen oder wann kriege ich meine Gewinne? Wie lange dauert das noch? Das waren die Fragen. Was haben Sie dann gesagt? Dido. Dienstag oder Donnerstag, habe ich gesagt. Wir warten noch auf eine Bescheinigung, wir warten noch auf eine Ausfuhrgenehmigung, wir warten noch auf eine vertragliche Vereinbarung, die vorher geregelt sein müssen. Wir warten noch, wir warten noch, wir warten noch. Ach so, ja, vielen Dank. Egal was man, ich hätte auch sagen können, wir warten noch, dass die Königin neu gekrönt wird oder dass die dänische Königin erstmal abdanken muss, weil die Aussage nur erfolgt, wenn ein männlicher König das Amt übernommen hat. Sogar das hätten sie mir geglaubt. Ist völlig egal, welchen Grund ich auch immer für die Nichtausschüttung dieses gigantischen Vermögens gesagt hätte, sie hätten es mir geglaubt. Ich hatte mit keinem, mit dem ich darüber sprechen konnte, dass ich war mein eigener Mülleimer am Ende des Tages. Ich konnte ja keinem Menschen zugeben, dass ich alleiniger Herrscher in meiner Welt war. Alleiniger Herrscher in meiner Welt. Ich konnte nicht zu meiner Frau gehen, weil sie wusste nichts von dieser besagten Welt. Ich konnte zu keinem Freund gehen, weil der Freund womöglich auch indirekt beteiligt war, weil der Freund mir den Steuerberater besorgt hatte. Das heißt, wo ich auch immer auftrat, irgendjemand war immer infiziert mit diesem Thema. Es war ja so weit, dass ich selbst teilweise an meine Geschichten glaubte. Ich hatte abends Besprechungen bei mir zu Hause und habe gesagt, ich bin morgen beim Notar und muss noch eine wichtige Unterschrift für die Sache leisten. Ne? Beim Notar von so und so. Und sage, dass wir deswegen noch 3 Tage brauchen.
Und dann gehe ich dann abends im Bett und wache morgens auf und fahre los und fahre tatsächlich zu dem Notar hin. Merke dann erst auf dem Weg in die Tiefgarage, ach so, das war ja nur eine Geschichte. Drehe dann um und fahre dann da wieder raus. Weil ich das am Abend vorher sowas von wiedergegeben habe, so lebendig wiedergegeben habe, dass er vielleicht Gegenstand in meinen Traum gefunden hat, den ich in der Nacht geträumt habe. Aber ich ertappte mich dabei, wie ich auf dem Weg zum Altar war. Er hat es fertiggebracht, nachdem man ihn wirklich in die Ecke gestellt hat, nachdem man gesagt hat, das stimmt alles nicht, nachdem du lügst, du belügst, du hast das zur Seite geschafft. Wir haben ja nicht geglaubt, dass er tatsächlich gar nichts verdient hat. Da haben wir überhaupt nicht dran gedacht. Wir haben ja die Papiere gesehen. Nachdem wir also einfach gesehen haben, es kommt nicht, musste man ja vermuten, dass er uns im Regen stehen lässt und mit dem Geld abhaut und weiß der Teufel, wohin auch geht, auf jeden Fall nicht mehr in unsere Sphäre zurückkommt. Fing er an und schwört, ein weinender Mann, er kann also auf Kommando anfangen zu heulen, da schwört ein gestandener Mann, mittlerweile Familienvater von 2 Kindern, mittlerweile hat er wohl 3, Stein und Bein, beim Leben seiner Kinder, dass das alles richtig ist. Wissen Sie, dann fällt Ihnen nichts mehr zu ein. Ich bin aus der Geschichte ja nie ausgebrochen, bis zu dem Tag meines Geständnisses. Bin ich niemals ausgebrochen. Die Geschichten wurden immer weiter gesponnen, sie wurden immer weiter ausgebaut, das Haus wurde immer weiter erweitert. Es fing an mit einem kleinen Cottage, mit einem kleinen Einzimmerhaus und irgendwann wurden es viele, viele Räume. Bis zu dem Tag meines Geständnisses, wo jeder davon ausgeht, jetzt gehe ich in das Gefängnis, in die Verhandlung rein und werde meine Geschichte weiterspinnen und werde in den Verhandlungen sagen, ja, ich habe tatsächlich ein Milliardenvermögen verdient und werde auf all diese Menschen Bezug nehmen, die mich bei meinem Leben unterstützt haben. Das hat man von mir erwartet. Ich bin aber aufgestanden und habe gestanden, ohne Wenn und Aber, ohne Vorbereitung, ohne Deal, ohne was. Ich habe gelogen, ich habe kein Investment. Damit habe ich die größte Lebenslüge selbst eingestanden. Und ich musste das auf diesen dramatischen Weg tun, nur weil so selber habe ich den Schlüssel zur Beendigung, zu der Fertigstellung dieses Hauses selbst in der Hand gehabt. Hätte ich das so nicht gesagt, dann wäre ich aus diesem Strudel nie rausgekommen. Nur durch mein Geständnis habe ich das Haus fertiggestellt. Ich habe entschieden, das Geld anzunehmen. Ich habe den Hintergrund, warum ich das Geld bekommen habe, geliefert. Und ich habe das zu verantworten. Das war mein freier Wille. Aber der Kunde, der mir gegenüber sitzt, hat auch freiwillig entschieden, mir das Geld zu geben. Es war auch sein freier Wille, mir das Geld zu geben. Ich habe ihn nicht genötigt, es mir zu geben. Ich habe ihn nicht erpresst oder ähnliches. Es war ein freier Wille. Er war ein Vollkaufmann, so wie ich ein Vollkaufmann war. Das war meine Schlaftablette abends. Das war meine moralische Schlaftablette. Die musste ich mir selber jeden Abend geben. Ich habe mir jeden Tag sagen müssen, der hat selbst entschieden, der muss bestraft werden. Ich kann das moralisch alles verantworten, weil ich ihn nicht gezwungen habe. Und wenn das glaubt, dann muss er bestraft werden. Und womöglich hat er in seinem Leben irgendwelche Fehler gemacht, dass ich jetzt der Vollstrecker dieses Gier-Kapitels seines Lebens bin. Das habe ich mir oft wirklich gesagt. Ich mache nur das, was der andere nicht geschafft hat vorher. Das mache ich, das übe ich jetzt hier aus und ich vollende das. Im Nachhinein ist er eben über seine Konten sind 600 Millionen gelaufen, zu erheblichem Geld gekommen. Und nach meinem Dafürhalten hatte er bzw. seine Frau noch einiges davon. Von Haus aus ein aktiver Mensch, ja, und ich finde es halt einfach
lässig, wenn man mit der Partnerin viele Sachen halt erlebt. Ja. Erstens musste sie nie für Essen und Trinken bezahlen, das ist für mich selbstverständlich. Miete musste sie auch nicht bezahlen. Sie hat von mir, damals war es so ein Z3, den sie von mir zur Verfügung gestellt bekommen hat. Ja. Sie hat von mir ein Pferd bekommen, was ich aus Marbach gekauft habe. Und Kreuzfahrt, Karibik, sonstige Urlaube, habe alles ich bezahlt. Geschenke, Schmuck, Uhren, Standardprogramm. Die Polizei hat ihn dann auch verhaftet. Mit der Verhaftung hat er einen Nervenzusammenbruch bekommen. Da kam er ins Krankenhaus und ist dann dort wieder abgehauen. Aber die Polizei hat ihn dann im Café, wo seine Freundin gearbeitet hat, festgenommen. Das war sehr blamabel für ihn. Ja, es war relativ einfach. Die hat mich einmal noch im Gefängnis besucht und danach war sie nicht mehr gesehen. Klar, war ja kein Geld mehr da und die hat die Rolle geliebt, aber die hat nicht mich geliebt. Der Beste waren meine Schwestern aus Dortmund und Köln waren die hier. Und die haben dann, also vor allem die Jüngere, die hatte dann ganz furchtbar geschimpft, eben immer nur auf den Mark. Ne? Und das kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Absolut nicht. Geschimpft und geschimpft und geschimpft. Als wenn er praktisch, was weiß ich, ein ganz schlimmer Mensch wäre. Und das ist er nicht. Also das ist er nicht. Im Innersten ist er ein sehr guter Mensch. Ja. Ja, hast du recht. Ist ja ein guter Mensch. Ich habe wie ein Schauspieler agiert. Weil ich bis zum heutigen Tag sehr einsam bin und einfach gedacht habe, die Leute, die an dir noch glauben, die magst du nicht enttäuschen. Also spielst du denen was vor. Nur das ist halt von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr halt immer schlimmer geworden. Betrug ist Lüge. Und wenn sie erfolgreich betrügen möchten, müssen sie erfolgreich lügen können. Und dann wird die Lüge schnell zum Teil eines zu ihrem Leben. Und dann wird die Lüge hinterher auch ihr Leben und das ist die Hölle. Wenn sie in der Welt der Lüge leben müssen. Und das halten sie nicht lange aus. Ich bin jetzt 40 Jahre alt und ich habe die Auszüge aus dem Bundeszentralregister jetzt noch nicht zusammen addiert. Aber ich denke mir mal, dass weit über 15 Jahre zusammenkommen. Ich bin jetzt insgesamt gute 4,5 Jahre im Gefängnis. Und wie lange ich noch hier sein werde, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, weil es steht nur eine Verhandlung offen. Die meisten, die hier sind, nicht nur ich, sondern viele andere auch, können schon gar nicht mehr unterscheiden zwischen der Realität Gefängnis und der Realität Freiheit. Die Realität Freiheit, so leicht wie sie auch sein mag, ist für viele, auch wenn sie dann entlassen sind, eigentlich eine Welt, die sie für sich ablehnen. Was mir heute gefällt in meinem heutigen Leben ist, wenn man das denn als Leben bezeichnen kann, wenn man hier so versklavt wird im Behördensystem, ist aber die Zuverlässigkeit, die sich hinter einigen Dingen verbirgt. Ich weiß, morgens um 6 gibt es Frühstück. Ich weiß definitiv, um 18.30 Uhr ist die Tür zu. Sie kann eher zugehen, wenn sich einiges ändert, aber da ist sie auf jeden Fall zu. Und ich weiß, am Tage X komme ich raus, wenn ich keine Dummheiten mache. Ich weiß, das sind Zuverlässigkeiten, auf die ich bauen kann. Die ändern meinen Tag nicht, aber sie kontrollieren meinen Tag und sie geben mir die Kraft für den Tag. Eine Zuverlässigkeit, die ich früher ja nicht an den Tag leben konnte,
die mir oftmals fehlte, die erlebe ich jetzt. Sie sind im Gefängnis quasi wie tot. Jahre. Also alles von 1972 an berechnet. Es ist schön, dass man so tolle Geschichten erzählt hat, an die man bis zuletzt glaubt. Sicherlich ist das bewundernswert, dass diese Geschichten so lebhaft und so wahrhaftig rübergekommen sind. Auf der anderen Seite macht es mir natürlich Angst, weil es zeigt, dass mein Umfeld oder die Welt, in der ich bin, eine Welt ist, die auf keinem realistischen Boden mehr steht.